Servus Leute und herzlich willkommen wieder mal zu einer neuen Folge wieder auf der Dürrenroth zusammen mit dem Justin. Da. Wir sind immer noch hier in der Sorghum-Ernte und gehen dann gleich sogar in die Raps-Ernte über. Ich habe schon mal alles hochgefahren seit der letzten Folge jetzt. Da müssen wir nur mal noch kurz hier Ding dran machen. So. Und dann kann es auch schon losgehen. Justin natürlich immer noch am fleißig am Mulchen. Er hat sich gerade auch noch mal was zu essen geholt, damit er groß und stark wird, der Justin. Ich bin groß und stark. Genau. Weil ich groß und stark bleibe, so eher gesagt. Groß ja, stark nein. Du bist mal ganz, ganz leise. Ich weiß, aber ich muss ihn trotzdem bringen. Du darfst ihn nicht bringen, du bist kleiner und, sag ich mal, schwacher als ich. Oh. Ich hab noch Trollies hier, ey. Was hast du da? Trollies. Ach so. Die sauren. Nein. Welche dann? Die ganz normalen. Ah, ich dachte jetzt diese sauren Würmer. Ja, die Die finde hab ich ich auch richtig noch. geil. Oh, ich habe Hunger. Blau.
Ich mache mich jetzt mittlerweile manchmal Map anpassend. Aber was ich trotzdem Map anpassend spiele, ist trotzdem noch Klappen. Ja, halt Map anpassend. Ja, aber Map anpassend bin ich schon. Wenn ihr Map anpassend spielt, dann bin ich schon Map anpassend klein. Ja. Vor allem im Verhältnis zu Ben. Aber das ist ja jetzt auch nicht so schwer. Ich wäre, wenn ich alleine jetzt einen Hof hätte, kleiner als Jonas. Ja. Und ich liebe halt 10 Stunden auf einem Feld und gucken. Ja, bei mir muss schon ein bisschen flotter gehen. Also. So Stündchen auf einem Feld geht schon noch fit oder so, aber. Also 3/4 Stunde, aber danach. Ja, so lang hänge ich doch auch immer. Eine Stunde und. Yeah. Ich könnte auch jetzt zum Beispiel die 51 mit einer 3 Meter Drille sehen. Ja, wenn du unbedingt willst, ich nicht. Ist aber auch egal, denn ich würde sagen, wir machen das, beziehungsweise Justin macht das Feld dann jetzt oder wann auch immer noch fertig. Wir sehen uns dafür dann in der nächsten Folge wieder. Genau, schaut auch gerne bei G-Portal vorbei. Oder auch gerne bei Giants. Genau, Partnercoach Sheba ist auch am Start. Nämlich, jetzt halte ich euch mal fest, morgen, wir nehmen gerade am 24.07. auf, morgen am 25.07. kommt nämlich das neue Horsch-DLC raus. Das lohnt sich, sage ich euch jetzt schon. Da ist der DLC schon 2 Wochen draußen, bis die Folge hier kommt. Also, ja, ist mir scheißegal. Könnt ihr euch auf jeden Fall gerne mit dem Code Sheba holen, 10 Euro oder so. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, Leute. Tschüss.